Tatjana, wie geht ihr mit dieser Situation um? Du hast gesagt, also Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, bereitet die Menschen darauf vor. Aber welche Sicherheitsmaßnahmen sind auch für die normalen Bürger jetzt bereits erlassen worden und vielleicht auch für euch Korrespondenten? Naja, die Sicherheitsmaßnahmen sind die, die im Prinzip seit Beginn des Krieges gelten, nämlich Schutz suchen in einem Bunker so schnell wie es geht. Der hier bei uns im Hotel ist relativ gut und relativ tief in der Erde auch. Und ich hatte gerade so ein bisschen das Erlebnis, das war etwas irritierend, wir müssen auch noch mal nachfragen. Ich war nicht ganz so schnell mit dem Sachen zusammensuchen in meinem Zimmer, um in den Bunker zu gehen. Und als ich dann in Richtung Fahrstuhl gegangen bin, war die Zwischentür von meinem Flur, die zum Fahrstuhl führt, bereits geschlossen. Das heißt, ich bin da erstmal nicht mehr rausgekommen und habe dann unten an der Rezeption angerufen. Hat einen Moment gedauert, bis man Sicherheitspersonal hochgeschickt hat, die diese Tür dann wieder geöffnet haben. Das ist eine weitere Sicherheitsvorkehrung, die man hier offenbar trifft. Aber für diejenigen, die eben manchmal einfach nicht ganz so superschnell sind, ist das dann vielleicht so ein bisschen unglücklich, vorsichtig formuliert. Tatjana, du und dein Team, bitte passt weiter gut auf euch auf. Eine weitere Raketenwelle Russlands auf die Ukraine ist damit gestartet worden. Danke erstmal für den Moment nach Kiew. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.